So, hallo erstmal. Wir beschäftigen uns heute mit der PC-Aufgabe 8a. Dabei geht es um die Halbwertszeit und die Aktivierungsenergie. Genauer gesagt um die Rohrzuckerinversion. Und diese gehorcht einem Geschwindigkeitsgesetz erster Ordnung. Das Geschwindigkeitsgesetz lautet: R ist gleich K1 mal Konzentration der Saccharose. So. Weiterhin ist gegeben, dass die Reaktion bei 30 Grad Celsius eine Halbwertszeit von 20 Minuten hat. Das heißt, wir schreiben es gerade mal auf, gegeben. T1/2, also die Halbwertszeit, ist gleich 20 Minuten. Bei 40 Grad Celsius beträgt die Halbwertszeit nur noch 10 Minuten. Das ist aber für Aufgabe 8b interessant. Und Aufgabe 8a lautet nun: Die Reaktion wird bei 30 Grad Celsius Reaktionstemperatur durchgeführt. Im Reaktionsgefäß befinden sich anfangs 10 Mol Saccharose in 10 Liter Wasser. Das heißt, das haben wir auch noch gegeben. Wir haben 10 Mol Saccharose pro 10 Liter. Und die Frage ist nun: Wie viel Saccharose ist nach einer Stunde umgesetzt? So, dafür berechnen wir hieraus erstmal die Konzentration zum Zeitpunkt 0. Und das ist, wie man unschwer erkennen kann, 1 Mol pro Liter. Ja. So, die Aufgabe wird nun berechnet, indem man sich die Formel für die Halbwertszeit nimmt. Die lautet nämlich E1/2 ist gleich ln von 2 geteilt durch K1. Das können wir auch schöner machen. Ja, egal. Genau, wir haben eigentlich alles gegeben außer K1. Darum formen wir diese Formel einmal nach K1 um. Und daraus ergibt sich dann K1 ist gleich ln von 2 geteilt durch die Halbwertszeit. So, und das können wir ausrechnen. Ln 2 durch 20 Minuten. So. Und daraus ergibt sich also ein Wert von K1. Habe ich jetzt hier 3, 4, 7 pro Minute. So. Die Formel habe ich ja hier oben schon mal aufgeschrieben. Bei dieser kann man jetzt nun, wenn man für die Konzentration an Saccharose D von A, ne, das ist Konzentration ist A durch dt, kann man durch Integration die Formel umformulieren. So, und die habe ich jetzt mal aufgeschrieben hier unten, die Umformung. Und zwar hat man dann A ist gleich A0 mal E hoch minus K1 mal T. So, das können wir jetzt nun auch ausrechnen. Und das ist nämlich die Konzentration. A ist die Konzentration, die umgesetzt wurde, beziehungsweise die noch übrig ist, nachdem die Reaktion gelaufen ist. Genau, das ist nämlich die, die übrig ist, nachdem die Reaktion gelaufen ist. Die berechnen wir jetzt nämlich. Und zwar setzen wir ein
für A0. Das ist natürlich, sind unsere 10 Mol. Nein, Quatsch, das ist ja unsere Anfangskonzentration. Ups, ups, upsie. Das ist unsere Anfangskonzentration von einem Mol pro Liter. So, und die rechnen wir mal E hoch minus 0,0347 pro Minute mal 60 Minuten. Ja? Dadurch fällt das ja auch weg. Und raus kommt ein Ergebnis von A ist gleich 0,125 Mol pro Liter. Das ist jetzt also die Konzentration, die am Ende noch übrig ist, nachdem die Reaktion gelaufen ist. Für eine Stunde im Reaktionsgefäß bei 30 Grad Celsius. Wir wollen ja aber die Menge ausrechnen, die, und zwar die Menge an Saccharose, die nach einer Stunde umgesetzt ist. Dadurch rechnen wir jetzt die 0,125 Mol pro Liter mal die 10 Liter, die nämlich in unserem Reaktionsgefäß vorhanden sind. Dann kommen wir auf 1,25 Mol, welche noch übrig sind. Und dadurch, dass wir wissen wollen, wie viel umgesetzt wurde, rechnen wir jetzt also die 10 Mol vom Anfang, die am Anfang in unserem Reaktionsgefäß waren, minus die 1,25 Mol, welche hinterher noch übrig sind. Das heißt, wir haben eine Menge von 8,75 Mol, welche bei der Reaktion umgesetzt wurden. So, hier, das ist unser Endergebnis. Einfach kann man das auch überprüfen, indem man sich die Graphen von der nullten und der ersten Reaktion, von der ersten und nullten Ordnung anguckt. Das sind, gehören beide zu den einfachen Reaktionen. Und bei der nullten Ordnung, also das soll 0 sein, bei der nullten Ordnung haben wir einen linearen Graphen, wenn wir die Konzentration gegen die Zeit auftragen. So, das sieht dann nämlich ungefähr so aus, ne, mit den Punkten hier. Da haben wir einen linearen Abfall der Konzentration über die Zeit. Und bei der ersten Ordnung, genau, und dann nimmt die Halbwertszeit ab. Und bei der ersten Ordnung sieht der ganze Graph ein bisschen anders aus. Konzentration über die Zeit. Und zwar haben wir hier, ja, man kann es erahnen, so, hier haben wir einen exponentiellen Abfall der Konzentration über die Zeit. Und hierbei ist die Halbwertszeit konstant. Ja, das heißt, die Halbwertszeit verändert sich hierbei nicht. Wenn man das dann also ganz einfach, kann man das nachrechnen, kommt man auch auf das gleiche Ergebnis von 8,75 Mol. Genau, das war's dann.